Liebe Landwirtin, lieber Landwirt, herzlich willkommen zum Anleitungsvideo der Bodenwasserschutzberatung Gewässerschutzkonzept. Dieses Gewässerschutzkonzept ist für teilnehmende Betriebe an der Ölpool-Maßnahme vorbeugender Grundwasserschutzacker zu erstellen. In diesem Video erhalten Sie grundlegende Informationen zur Erstellung dieses Konzeptes und weiterführende Inhalte zu Tools, wo Sie Informationen für dieses generieren können. Das Gewässerschutzkonzept ist einmalig als betriebsbezogenes Konzept als Teil der Weiterbildung zu erstellen und muss bis spätestens 31. Dezember 2026 am Betrieb aufliegen. Ziel dabei ist es, sich auf betriebsindividueller Ebene Gedanken zu machen und nachhaltige Maßnahmen zu erarbeiten. Zum einen Nährstoffeinträge in Grund- und Oberflächengewässer zu reduzieren, aber auch um wirksame Maßnahmen zur Verminderung der Bodenerosion zu erarbeiten. Die Bodenwasserschutzberatung hat dafür auf der Homepage eine Vorlage zur Verfügung gestellt. Diese finden Sie unter www.bwsb.at im Bereich der Infothek unter Formulare und Aufzeichnungsblätter. Hier steht das PDF-Formular als Download zur Verfügung. Dieses können Sie entweder digital am PC oder Laptop ausfüllen oder aber auch ausdrucken und als ausgedruckt das Konzept zu Ihren Unterlagen ablegen. Neben dem PDF-Formular steht auch eine Ausfüllanleitung mit einem Musterbetrieb zur Verfügung. Dieses dient als weiterführende Information zu diesem Video. Das Gewässerschutzkonzept ist in einer Art Fragebogen aufgebaut und behandelt dabei folgende Inhalte. Zuerst werden grundlegende Informationen zu dem Betrieb abgefragt. Hier geht es um die Flächenausstattung und um den Betriebsstandort. Danach erfolgt die Ausarbeitung der Standortinformationen, wo Nährstoffauswaschung, Wasserverhältnisse, Zustände des Grundwasserkörpers, aber auch des Oberflächengewässers auf Ihren Standort erfolgt. Auch die Erosionsgefahr rückt im Gewässerschutzkonzept in den Mittelpunkt und es werden vor allem bevorzugte Abflusswege, aber auch Abstandsauflagen zu diversen Gewässern erarbeitet. Den Abschluss bilden die beiden Bereiche des Wirtschaftsdünger und Düngermanagement im Allgemeinen und der Einfluss der Bodenprobenergebnisse auf die Bewirtschaftung. Als Informationsquellen zum Gewässerschutzkonzept dienen neben den eigenen Erfahrungen und dem praktischen Wissen aus der Bewirtschaftung der Flächen auch einige externe Informationsquellen. Nutzen Sie unbedingt auch den Mehrfachantrag unter eama.at, wo Sie grundlegende Informationen zu Ihren Feldstücken und Schlägen erhalten. Bei der Verwendung einer Ackerschlagkartei kann diese auch nützliche Daten und Werte zur Verfügung stellen. Im Weiteren werden 4 externe Tools vorgestellt und jeweils auf die Inhalte im Gewässerschutzkonzept eingegangen. Bodenkarte, Visa, Agraratlas und für Teilnehmer aus Oberösterreich die DORIS. Über die elektronische Bodenkarte erhalten Sie wertvolle Informationen zu Boden und Standort. Hier in der Adresszeile können Sie direkt Ihre Adresse eingeben und dann mittels Scrollen
oder dem Plus-Symbol näher in die Karte hineinzoomen. Mit einem Klick auf ein Feld oder auf eine Zone erscheint ein Pop-up-Fenster und Sie erhalten wichtige Informationen zum Standort. Sehr hilfreich ist es, wenn sich in der Nähe so ein roter Punkt befindet. Das ist eine Profilstelle und mit einem Klick auf diesen roten Punkt erhalten Sie eine vollständige Beschreibung eines realen Bodenprofils auf dieser Stelle. Mittels der Kartensteuerung im links unteren Bereich kommen Sie zu weiterführenden Informationen in der elektronischen Bodenkarte. Unter anderem gibt es den Reiter Bodentyp und Ausgangsmaterial. Und in der Karte hier sehen Sie, welches Ausgangsmaterial Ihr Standort hat. Des Weiteren finden Sie in den Bodeneigenschaften auch Informationen zu Gründigkeit, Wasserverhältnissen, Durchlässigkeit und Humusform. Schauen wir uns die Gründigkeit hier am angegebenen Standort an. Wir sehen blau hinterlegt ein tiefgründiger Ackerstandort. Auch die Wasserverhältnisse spielen eine wichtige Rolle. In der Legende ist gut abzulesen, von mäßig trocken bis feucht bis wechselfeucht. Weiters können Sie auch in dieser Karte direkt Feldstücke vermessen oder auch Flächen abmessen. Die elektronische Bodenkarte ist eine wertvolle und praxistaugliche Ergänzung zur Bewirtschaftung der eigenen Flächen. Als nächstes widmen wir uns dem WISA, dem Wasserinformationssystem Austria. Hier erhalten Sie grundlegende Informationen und Werte über die verschiedenen Grundwasserkörper und Oberflächengewässer in Österreich. In der Adresszeile können Sie wie gewohnt nach Ihrem Standort suchen. Zuerst widmen wir uns dem Grundwasser unter Ihrem Standort. Mit dem Klick auf Zustand und chemischer Zustand wird die Fläche eingefärbt, je nach Zustand des Grundwasserkörpers, einerseits hinsichtlich Nitrat und auch im Hinblick auf Pflanzenschutzmittel Rückstände im Grundwasser. Durch einen Klick auf die Fläche erhalten Sie Informationen zum Zustand Nitrat und zum chemischen Zustand Pflanzenschutzmittel. Widmen wir uns nun den Oberflächengewässern, Flüsse und Seen. Wir gehen auf Flüsse und Seen. Zustand, ökologischer Zustand bzw. Potenzial. Und hier ist wichtig, dass wir zuerst links in der Legende auf den Bereich stoffliche Belastungen APCP klicken und durch einen Klick auf das Gewässer erhalten wir nun den biologischen Zustand hinsichtlich stofflicher Belastung von dem entsprechenden Gewässer. In dem Beispiel wurde der Zustand als mäßig eingestuft. Im nächsten Schritt widmen wir uns der Website des Agraratlas. Wir finden rechts oben wieder eine Adresszeile, wo wir nach unserem Betrieb oder nach unseren Flächen suchen können.
Mittels der Scroll-Funktion Ihrer Maus können Sie nun zu den Flächen hineinzoomen und links in der Legende sehen wir zwei Bereiche, einerseits die Themen, allgemeine Themen und andererseits auch die Hangneigungen. Wir klicken auf Hangneigungen und können uns jetzt hier farblich verschiedene Hangneigungsklassen darstellen lassen. Auch konditionalitätsrelevant ist vor allem die Hangneigungsklasse 10 bis 18%. Man spricht von einer überwiegenden Hangneigung von 10%, wenn mehr als die Hälfte des Schlages in diese Hangneigungsklasse oder darüber fällt. Mit einem Klick auf diese Hangneigungsklasse färben sich nun automatisch die Bereiche der Feldstücke hellblau ein. Wir können uns hier auch Schlag- oder feldstücksbezogene Informationen holen, indem wir auf das Feldstück klicken. Wir sehen nun bei diesem Feldstück eine Hangneigungsklasse von 10 bis 18%, von 40 trifft auf 40% dieses Feldstückes zu. Gehen wir auf dieses Feld, sehen wir schon bereits 80%. Weitere Informationen, die im Kontext des Gewässerschutzkonzeptes relevant sind, finden wir unter den allgemeinen Themen. Wir können uns einerseits auch Gewässer anzeigen lassen, sehen wir hier. Und falls es sich um ein belastetes Gewässer handelt, dann können wir uns mittels dieser Pufferstreifen auch anzeigen lassen, wo ein verbreiteter Pufferstreifen von 5 Meter notwendig ist. Es ist hier in dem Fall hellgrün oder gelb eingefärbt. Neben diesen Gewässern können wir uns auch begrünte Abflusswege anzeigen lassen. Das sind also jene Hotspots auf den Flächen, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass hier das Oberflächenwasser abfließt. Mit dem Agraratlas, Sie sehen, können viele Informationen zum Boden- und Gewässerschutzkonzept generiert werden. Nutzen Sie diesen unbedingt. Der letzte Punkt, den wir uns widmen, und dem können vor allem Teilnehmer aus Oberösterreich nutzen, ist der Bereich der DORIS, eine interaktive Karte des Landes Oberösterreich. Hier können wir uns auch sehr viele Informationen zum Boden, Standort bzw. Wasser holen. Durch einen Klick auf Karten gibt es beispielsweise die Hangwasserhinweiskarte. In dieser Karte können Sie wiederum links oben nach Ihrem Standort suchen und diese Hangwasserhinweiskarte gibt weiterführende Informationen zur Hangneigung, zu bevorzugten Abflusswegen, zu Gewässer, zum Zustand der Böden und Gewässer im Allgemeinen und ist eine wertvolle Ergänzung zu den vorher erwähnten Tools. Die Bodenwasserschutzberatung bietet Ihnen auch weitere Angebote an. Einerseits können Sie Sprechtage mit den Beraterinnen und Beratern auf den Bezirksbauernkammern vereinbaren. Auch in diversen Arbeitskreistreffen werden diese Themen besprochen. Wir sind natürlich auch telefonisch bzw. wie gewohnt auch über Mail erreichbar. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Ausfüllen Ihres betriebsindividuellen Gewässerschutzkonzepts. Und freuen uns, Sie bei der nächsten Veranstaltung zu treffen. Vielen Dank.